Mein Name ist Ulrike Zuberl und das ist Zeichensetzung. Ich begrüße Sie heute zur 12. Folge unserer Reihe über die romantische Liebesliteratur des Abendlandes. Und heute steht im Fokus die Frau, und zwar in ihrer Rolle als Mutter. Das ist ein neues Muster, was im späten 18. Jahrhundert entsteht, sich im 19. Jahrhundert dann ausformt. Die Frau wird zum Inbegriff des Gefühls, der Natur. Sie ist eine Engelsgestalt und vor allem als Mutter wird sie wertgeschätzt. Das ist dieses neue biologisch definierte Rollenverständnis der Geschlechter von Mann und Frau. Und das wird ja bis heute heftig diskutiert, angegriffen, kritisiert, aber immer wieder kommt es doch noch aufs Trapez. Ich habe Ihnen vorgelesen, Schiller ehret die Frauen und erinnere Sie nochmal an die Zeile: In der Mutter bescheidener Hütter sind sie geblieben mit schamhafter Sitte. Also die Frauen bleiben bei den Müttern bescheiden, zu Hause in der Hütte, schamhaft und voller Sitte. 1980 erschien ein Buch der Französin Elisabeth Badinty, Mutterliebe. Und darin beschreibt sie, wie die sogenannte natürliche Mutterliebe ein historisches Phänomen sei, entstanden im 18. und 19. Jahrhundert, und sie kritisiert dieses Modell. Badinty hat in der Nachfolge von Simone de Beauvoir geschrieben, die 1949 mit dem Buch »Das andere Geschlecht« die Mutterschaft und das selbstbestimmte Leben der Frau als einander sich ausschließend charakterisiert hat. Das ist inzwischen in der Wissenschaft Konsens. Mutterliebe als etwas, was im späten 18. Jahrhundert so in Europa erst entsteht. Ich muss wieder Rousseau zitieren und seinen Emil. Zitat: Die Frauen, sagt ihr, bekommen nicht immer gleich Kinder. Nein, aber es ist ihre eigentliche Bestimmung, Kinder zu gebären. Und? Das schlecht behütete Kind hätte Zeit genug, 100-mal zu sterben, bevor eine Amme die Zärtlichkeit einer Mutter empfände. Mutterliebe wird biologisch definiert. Ein neues Geschlechtskonzept kommt eben in diesem späten 18. Jahrhundert auf. Und Rousseau, der in seinem Roman Emile das alte ständische Modell kritisiert, in der die Aristokraten und die reiche Bürgerschaft ihre Kinder sofort weggibt, einer Amme übergibt und sie nicht selber großzieht, das kritisiert er, und dies zitiere ich Ihnen nochmal aus seinem Buch. Während ihrer Schwangerschaft muss die Frau geschont werden. Im Wochenbett braucht sie Ruhe. Sie braucht eine ruhige Häuslichkeit, um ihre Kinder zu nähren, um sie aufzuziehen. Muss sie Geduld und Sanftmut haben, einen Eifer und eine Hingabe, die nichts abschrecken kann. Sie ist das Bindeglied zwischen ihnen und ihrem Vater. Sie allein lässt sie ihn lieben und schenkt ihm das Vertrauen, sie die Seinen zu nennen. Wie viel Zärtlichkeit und Fürsorge braucht sie, um die Einigkeit in der ganzen Familie aufrecht zu erhalten. Und dies alles darf schließlich nicht Tugend sein, sondern Neigung, sonst wäre das Menschengeschlecht bald ausgelöscht. Wenn jedoch die Mütter sich dazu verstehen, ihre Kinder selbst aufzuziehen, dann werden die Sitten sich von selbst erneuern und in allen Herzen wieder die natürlichen Empfindungen erwachsen und der Staat wird sich wieder bevölkern. Der Reiz des häuslichen Lebens ist das beste Gegengift gegen schlechte Sitten. Also nur eine Erziehung der Kinder durch die Mütter, durch ihre Zärtlichkeit, durch ihre Fürsorge wird die Gesellschaft erneuern können und zu Sitte und Anstand führen. Und deswegen muss man das kritisieren, wenn die Aristokraten und die reichen Bürgerfrauen ihre Kinder
fremden Frauen Ammen übergeben. Ich muss zitieren aus Schillers Lied von der Glocke von 1799. Das ist auch, Schiller hat es immer geschafft, so viele Verse zu schaffen, die dann fast Sprichworte Wörter geworden sind und Schlagworte, die wir wirklich nun immer wieder auch gehört haben. Zum Beispiel jene: Der Mann muss hinaus ins feindliche Leben. Die Frau: Und drinnen waltet die züchtige Hausfrau, die Mutter der Kinder, und herrschet weise im häuslichen Kreise und lehret die Mädchen und wehret den Knaben und reget unende die fleißigen Hände und mehrt den Gewinn mit ordnendem Sinn und füllet mit Schätzen die duftenden Laden und dreht um die Schnurren der Spindeln den Faden und sammelt im reinlich geklätteten Schrein die schimmernde Wolle, den schneegten Lein und füget zum Guten den Glanz und den Schimmer und ruhet nimmer. Schiller, ja, das ist ja schon, kann man das nur noch schmunzelnd ertragen, wurde auch in seiner Zeit schon oft von emanzipierten Frauen schmunzelnd zitiert. Das sind nun eben die Rollenvorstellungen, die halt dann doch Fuß gefasst haben und sich festgesetzt haben in den Köpfen der Männer und Frauen in Europa und die auch noch ganz stark unsere Mütter geprägt haben. Ich möchte Ihnen einen anderen Mann vorstellen, der viel auf seine Weise zu dieser Vorstellung beigetragen hat. Nun eigentlich auch in einem positiven Sinne für uns Frauen, nämlich Johann Jakob Bachofen. Geboren am 22.12.1815 in Basel, dort gestorben am 25. November 1887. Ein Rechtshistoriker, Altertumsforscher, Anthropologe und er steht am Ursprung der modernen Theorien zum Matriarchat. Er ist sozusagen der, der diese Vorstellung mit wissenschaftlich in die Welt gesetzt hat. 1861 ist von ihm ein Buch erschienen, Das Mutterrecht. Und in diesem Buch schildert er die drei Stufen der gesellschaftlichen Entwicklung von einem ursprünglichen Zustand, in dem es keine Gesetze und Regeln gegeben habe, das nennt er den sogenannten Heterismus, zu einem entwickelteren Zustand, nämlich der Gynäkokratie, also der Herrschaft der Frauen. Und dieser Begriff wird heute nicht mehr verwandt, sondern man spricht heute von Matriarchat. Und in diesem entwickelteren Zustand der Welt ist die Mutter das Oberhaupt der Familie und es gibt eine alles beherrschende Muttergöttin. Dieser zweite Entwicklungszustand der Welt wird abgelöst durch das Patriarchat. Und das sind eben nun Begriffe, eben jetzt heute das Matriarchat und das Patriarchat, das hören Sie immer, immer wieder noch in Diskussionen. Bachofen hat nun aber auch die Herrschaft der Frauen durchaus positiv gesehen. Er hat sehr, sehr spät geheiratet, nämlich erst mit 50 Jahren. Und seine Mutter, das lag wohl wirklich auch daran, dass er seine Mutter so, so stark geliebt hat. Er hat das Buch auch seiner Mutter gewidmet und schreibt darin: Solange ich lebe, werde ich nie aufhören, von deiner Güte und deinem Vertrauen zu sprechen. Er hat eine ganz, ganz innige Beziehung zu seiner Mutter, Valeria. Und eben in diesem Buch preist er im Matriarchat schon auch die Frau als Mutter und zeigt aber andererseits, dass es natürlich für ihn natürlich auf diesem Zustand der Welt man nicht stehen bleiben kann, sondern dass man sich die Welt weiterentwickeln musste zum Patriarchat. Denn die Männer sind selbstverständlich höher entwickelt, verkörpern das geistige Prinzip, die Reflektiertheit und die Vernunft.
Zum Schluss werde ich Ihnen ein Gedicht vorlesen, das von dem französischen Autor Alfred de Musset gedichtet worden ist. Musset hat gelebt von 1810 bis 1857 in Paris vor allem, ist wohlbehütet aufgewachsen, hat Jura und Medizin studiert, aber nicht beendet, war dann früh auch dichterisch tätig im Kreis von Victor Hugo, hatte viele leidenschaftliche Lebensverhältnisse, hat sich als Dandy geriert, hatte eine Liebesbeziehung zu Georges Sand, die beendet wurde und dieses Ende hat ihn in eine tiefe Krise gestürzt. Gestorben ist er dann in schweren Depressionen als Alkoholiker. Nach 1840 hat das immer mehr zugenommen. Aber in einem Gedicht schildert er nun eben à ma mère, an meine Mutter, sie und ihre Rolle als Gastgeberin einer Gesellschaft, so wie er das selbst zu Hause erlebt hat, bei den Salonpartys, beim Mittag- und Abendessen im Hause Musset. Und darauf spielen die Anfangszeilen des Gedichts an. Ich lese es Ihnen erst auf Französisch und dann erzähle ich Ihnen nochmal auf Deutsch, worum es geht. Alfred de Musset à ma mère. Après un si joyeux festin, zélé sectateur de Grégoire, mes amis ici, le verre en main, nous voulons chanter, rire et boire, pourquoi s'adresser à Bacchus? Dans une journée si belle, mes amis, chantant en chorus à la tendresse maternelle. Un don pour nous si précieux, ce doux protecteur de l'enfance. Ah, c'est une faveur des cieux que Dieu donne dans sa clémence. D'un bien pour l'homme si charmant, nous avons si ici le modèle qui ne serait reconnaissant à la tendresse maternelle. Arrive-t-il quelque bonheur? Vite, à sa mère, on le raconte. C'est dans son sein consolateur qu'on cache ses pleurs ou sa honte. A-t-on quelque faible succès? On ne triomphe que pour elle et que pour répondre aux bienfaits de la tendresse maternelle. Ô toi, dans les soins prévoyants, dans les sentiers de cette vie dirige mes pas nonchalants, ma mère, à toi je me confie. Des écueils d'un monde trompeur écarte ma faible nacelle, je veux devoir tout mon bonheur à la tendresse maternelle. Un Gedicht auf seine Mutter, an einem schönen Fest, sollen die Freunde das Glas erheben und statt auf Bacchus zu singen, zu lachen und zu trinken, soll man an diesem schönen Tag einen Refrain auf die Tendresse maternelle, auf die Zärtlichkeit, mütterliche Zärtlichkeit singen. Das ist eben ein Geschenk des Himmels, die Beschützerin der Kindheit. Das hat Gott in seiner Barmherzigkeit den Menschen gegeben, ein Geschenk. Die Mutter ist das Modell dafür. Und wer könnte nicht der mütterlichen Zärtlichkeit Dank sagen? Wenn uns, den Männern, den Kindern, ein Glück zufährt, dann erzählen wir das ganz schnell der Mutter. Und sie tröstet, sie verbirgt in ihrem Busen, in ihrem tröstenden Busen, die Tränen und die Schande, die uns ankommt. Hat man einen kleinen Erfolg, dann will man nicht triumphieren, nur für sie, um auf ihre Wohltaten zu anderen, die Wohltaten ihrer mütterlichen Zärtlichkeit. O du, deren vorausschauende Fürsorge auf den Pfaden unseres Wegen, unsere Schritte lenkt. Dir, Mutter, vertraue ich mich an. Du führst mich durch die Fallstricke der trügerischen
Welt, du lässt mich diese Fallstricke vermeiden. Und ich verdanke dir mein ganzes Glück, verdanke ich dieser Tendresse maternelle, dieser mütterlichen Zärtlichkeit. Also hier ein Lobpreis auf die Frauen, was wir immer wieder finden. Und ich bin noch groß geworden mit dem Muttertag und auch da habe ich als Achtjährige ein Gedicht geschrieben für meine Mutter. Das ist sozusagen, damit sind wir alten Frauen auch noch groß geworden. Und mal schauen, wie das jetzt die jetzige Jugend regeln wird.